Auf diesem Turnier die Dressurpferdeprüfung, Spitzenprüfung absolviert hat und platziert war. Wenn sie ein bisschen cooler gewesen wäre, dann hätte sie heute vielleicht sogar die Spitzenprüfung gewonnen. Denn so elektrisch gut war das Tor, dass sie ein bisschen Herren hatte abgeschoben und hat leider einen Fehler kassiert, der nicht auf Kosten des Pferdes geht. Aber Ross und Reiter sind ein Paar, ein Team, die müssen zusammenfinden. Und jetzt schauen wir mal, Anno Gansi ist da eine ausgesprochen exzellente Reiterin, die so viel Pferdeverstand hat, dass sie genau weiß, wie Pferde zu trainieren sind. Und Sie sehen, dass dieses Pferd sich sofort an die Hand herangeht. Mit ihren 5 Jahren ausgesprochen gut aus, weil sie hat ein bisschen Themen. Oh, ist gut. Ausgesprochen gut ausbalanciert ist, du musst das Tempo gar nicht steigern. Bleib ganz cool im Tempo, bleib ein bisschen ruhig. So, und was ich vorher gesagt habe mit dem Tempo Schweif, mit der losgelassen hat. Schauen Sie mal auf den Schweif hinten hin. Ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig, nicht so eilig. Bleib ein bisschen ruhiger, wir wollen ja das Pferd. Oh, ist gut, das ist das Allerste. Gut, so, jetzt noch ein bisschen ruhiger. Es präzise nichts. Jetzt gehört sie weg. Oh, ist gut. Schauen Sie mal die Aktivität im Hinterbein. Dieses ewige Schleifen, das Pendeln. Wir beobachten immer noch die Hinterhand, wie die abfußt. Hüpfen Sie sich vor Pferden, wie die Hinterhufe im Sand schleifen oder im Gras schleifen. Schauen Sie mal, wie dieses Pferd abfußt. Schauen Sie mal vorne auf die Schulter die Bewegung und jetzt den Galopp. Auch diese schöne, rhythmische, gleichmäßige Galoppade. Völlig easy. So. Dann vor der Wendung und in die Wendung mal überstreichen. Oh, genau. Und Sie sehen, dass das Pferd sich wunderschön selbst trägt. In der altersgemäßen Erfüllung der Ausbildung ist dieses Pferd genau auf dem richtigen Weg. Die Verbindung Reiterhand-Pferdemaul ist elastisch leicht. Und Sie haben das gerade bewiesen, zeigt das ruhig noch einmal. Nur mal überstreichen. Ganz deutlich. Diese Verbindung, diese Selbsthaltung des Pferdes, dieses geschlossene Maul zeigt uns, dass das Pferd ausgesprochen Rittigkeit besitzt und dadurch sehr zufrieden ist. Und diese Rittigkeit, das ist etwas, wo man jahrelang hinarbeiten muss, 1,5, 2 Jahre, bis das Pferd die Hilfen, die Einwirkung des Reiters versteht und erhalten war super. Auf 4 Beinen, das ist also eine ganz hohe Durchlässigkeit übrig. Akra ist ein Pferd, das in seiner Größe über das Ponymaß hinausgeht. Im Moment ca. ein 52-53 Stockmaß hat. Und aufgrund seines Exterieurs ist es sehr schön. So, jetzt kommt sie dann nochmal die nächste lange Seite und dann wirst du die Galoppstrecke verlängern und versuchst das Genick noch ein bisschen höher zu bringen. Und dann haben wir hier einen Galopp, der ganz klar im Breit hat, jetzt muss das Genick hoch, ein bisschen höher, höher. So, jetzt schauen Sie mal den Raumgriff. Ja, genau so ist es. Genau so ist es richtig. Das würde die Richter veranlassen, hier in der Wertnotenskala auf die 8, auf die 8,5, ja, vielleicht sogar auf die 9 zu geben. Alles, was man natürlich preislich im Einkauf bezahlen kann, das